Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. I will be speaking in English and a little bit of German. I am going to do a mix, a little bit of English, a little bit of German, because I do not assume that every one of you already has a level of German to understand me perfectly. So if you want, you can type in the chat also in German, in English, but I would encourage you to try to type in the chat in German. That is what we're here for. We want to learn German today. So, do you think we can start? Sind wir bereit? Ja, ich denke schon. Hallo, hallo. Sehr gut, herzlich willkommen. Gut. Ich beginne, ich starte. I will start. Hallo aus Indonesien, hallo aus Belgien, Lissabon, so viele Leute von der ganzen Welt. Das hört sich super an. Das ist super spannend für mich. Hallo aus Rheinland-Pfalz, sehr gut. Hallo Martin. Gut, gut. Ich starte meine Präsentation. Gebt mir eine Sekunde. Okay. Perfekt. Den Chat noch an die Seite. Könnt ihr mir im Chat schreiben, ob ihr alle sehen könnt? Can you all see? Can you type in the chat? Ja, sehr gut, perfekt. Okay. Ich versuche so gut wie ich kann. I will try to follow the chat as much as I can. Okay. Mara, yes, I will give you a handout later. So if you do not catch all the notes, you will get a handout later with all the information. Sehr gut. Okay. Wir sprechen heute über Verben mit Präpositionen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie die Deutschen sie benutzen und warum du sie brauchst oder warum ihr sie braucht in diesem Fall. So, we're going to talk about verbs with prepositions and we will see how the Germans use them and why you need them. But we are going to start with something very simple. Ich möchte von euch wissen, welches Fest feiert man in Deutschland am 24. Dezember? Do you know which holiday are we having in Germany on the 24th of December? Oh, das ging sehr schnell. Sehr gut. Weihnachten, Heiligabend, perfekt. Das ist alles korrekt geschrieben. Ich bin sehr stolz auf euch. Das ist ein schwieriges Wort. Weihnachten feiern wir am 24. Dezember in Deutschland. Ganz genau. Aber heute ist erst der 13. November. Ja, only the 13th of November today. In ein paar Wochen beginnen die ersten Weihnachtsmärkte. Diese hier. Und die Straßen werden dekoriert. Dieses hier sind Dekorationen. Das ist toll. Ich mag es sehr. I really, really like Christmas. Aber es passiert noch nicht jetzt, sondern erst in ein paar Wochen. This will start only in a few weeks. So I must wait. Ich muss warten. I have to wait. But I am really looking forward to Christmas. Ich freue mich schon sehr auf Weihnachten. Ich freue mich sehr. I'm looking forward to Christmas. Das bin ich, Lisa. This is me. Okay. Ich freue mich sehr auf Weihnachten. Ich freue mich besonders auf das Fest. Oder wir können sagen, ich freue mich auf die Stimmung, die Atmosphäre. Ich freue mich auch auf die Geschenke. Ich gebe gerne Geschenke. Ich bekomme auch gerne Geschenke, aber ich gebe gerne Geschenke. Und ich freue mich auch auf den Weihnachtsbaum. Ich mag den Weihnachtsbaum. Ich dekoriere den Weihnachtsbaum gerne. Ich freue mich sehr darauf. Könnt ihr mir sagen, und ihr, worauf freut ihr euch? Könnt ihr mir im Chat antworten, worauf freut ihr euch? Alexander schreibt, wir sind nicht alle Christen. Ja, Alexander, aber du kannst trotzdem Weihnachten genießen und Weihnachten feiern und auf einen Weihnachtsmarkt gehen. Maybe you want to have some sweets, Alexander. Ich freue mich auf den Sommer, sagt Tessa. Tessa, magst du keinen Winter? Sehr gut. Ich freue mich auf Zusammensein. Das ist eine schöne Antwort. Ich mag gerne das Zusammensein. Das gehört zu Weihnachten dazu.
Chiara auf das Weihnachtsessen, Marion auch auf den Weihnachtsbaum. Sehr gut. Perfekt. Okay. Wir machen ein kleines bisschen weiter. Ich freue mich auf meinen Geburtstag, sagt Elena, am 24. Dezember. Sehr schön. Und dann hast du ein doppeltes Fest. You have a double party on the 24th of December. Perfect. Wir starten mit ein bisschen Theorie. Okay, das ist normal. Wir müssen ein bisschen Theorie machen. We have to do a little bit of theory. Just a little bit. Okay. So, verbs with preposition. What is it? Verben mit Präpositionen. Was ist das überhaupt? Ich freue mich auf Weihnachten. Ich habe freuen. Das ist ein Verb. Okay. Ich habe Weihnachten. Das ist mein Objekt. Und zwischen meinem Verb und meinem Objekt, in between my verb and my object, there is the preposition. So, the preposition connects my object to the verb. Meine Präposition verbindet mein Verb und mein Objekt. Ihr müsst euch merken, das Verb zusammen mit der Präposition. You have to remember the verb together with the preposition. So, sich freuen auf. You do the same in English. You will have to learn you're looking forward to something. You will have to know that it is looking forward to. Es gibt viele Verben mit Präpositionen im Deutschen. Ich gebe euch andere Beispiele. Wir haben. Ich interessiere mich für Geschichte. Okay. I am very interested in history. So you have to learn, sich interessieren für. Der Prinz verliebte sich in Aschenputtel. The prince falls in love with Cinderella. Sich verlieben in. You have to learn, sich verlieben in. Ich glaube an den Weihnachtsmann. I believe in Santa Claus. Okay, glauben an. Ich glaube an. Peter sucht nach seinen Autoschlüsseln. Peter is looking for his car keys. Peter sucht nach. Wir müssen lernen, suchen nach. Okay. Es gibt leider keine Regel dafür, welches Verb mit welcher Präposition stehen. Man muss es lernen. You do not have a specific rule which verb can go with what preposition. You will have to learn it. But we have a little tip. You can learn something. You can help yourself out with something. Verbs that have a similar meaning sometimes have the same preposition. So, sprechen mit, reden mit, telefonieren mit, all have to do with speaking. Okay. Wenn ich telefoniere, spreche ich auch mit jemandem. So, die drei sind sehr, sehr ähnlich. These three are very similar, so they have a similar preposition. This does not work 100%, but it helps. Angst haben vor und sich fürchten vor haben eine ähnliche Bedeutung. Angst haben vor means to be scared of. Sich fürchten vor means to be afraid of. They're not very different, very slightly different. Angst haben vor und sich fürchten vor. So, sie haben beide die gleiche Präposition. Wir haben allerdings ein anderes Problem, ein zweites Problem. Und dieses Problem ist für meine Schüler oft das größte Problem. This is the biggest problem that my students have with the verbs with preposition. Jede Präposition steht mit einem bestimmten Fall oder auch Kasus. Every preposition stands with a certain case or, yeah, I think you say case in English. I'm sorry, I usually don't teach in English. Aber wir können uns ein bisschen helfen. Ich warte auf den Bus, warten auf plus Akkusativ. Ich denke immer nur an dich, denken an plus Akkusativ. Ich träume von einem Urlaub in der Karibik, träumen von plus Dativ. Wir können sehen hier unten die Präposition von, die kennt ihr schon als Dativpräposition. Zum Beispiel,
Es gibt Präpositionen, die immer den gleichen Kasus haben. Mit Akkusativ stehen immer für, gegen und um. Für, gegen und um stehen immer mit Akkusativ. Mit Dativ, und hier ist unser von, stehen immer aus, bei, mit, nach, von und zu. Ihr kennt dieses schon. You already know this. You have already learned these as dative prepositions. So, das ändert sich bei den Verben mit Präpositionen nicht. It does not change with the verbs with a preposition. You know these as Wechselpräpositionen. These sometimes change when you have a direction or not a direction. So these can have accusative or dative. Akkusativ oder Dativ. Dieses kann euch ein kleines bisschen helfen. Okay. Ich zeige euch noch einmal in unserem Beispiel, in our example from before. Ich freue mich auf das Fest. Nothing changes. Nichts ändert sich nichts. Denn auf steht mit Akkusativ und das bleibt gleich. Es bleibt identisch. Auf die Geschenke. Es ändert sich nichts. Nothing is changing because we have the plural and the accusative stands in the same way. But auf den Weihnachtsbaum. Hier können wir es sehen. We can see here. This is definitely an Akkusativ. Yeah? Normalerweise ist es der Weihnachtsbaum. So it would be usually in the nominative der Weihnachtsbaum. With the accusative it's den Weihnachtsbaum. So remember. You can remember these three, it's only three. Diese hier sind immer mit Akkusativ. Okay. Nun kann ich Informationen über mich selbst geben. Aber was, wenn ich neue Leute kennenlernen möchte? Wenn ich einen neuen Freund machen möchte, if I want to find a friend, what do I do? I need to be able to ask a question. Right? If I want to make new friends. Ich muss mal eine Frage formulieren. For this we have two options. Wir haben zwei Optionen. Wir können die Präposition und das Fragewort hintereinander benutzen. So we can ask, auf was freut ihr euch? Ich habe euch schon gefragt heute. Ich habe euch schon gefragt, auf was freut ihr euch? Ich kann fragen, für was interessiert ihr euch? Oder zum Beispiel, mit wem telefonierst du? Ich habe eine zweite Option, Option Number Two. Fragewort und Präposition kombinieren. Worauf freut ihr euch? Oder wofür interessiert ihr euch? I can combine the two and make one single word as a question word. Ihr könnt sehen hier, this one is missing. Es fehlt. This is because Option Two does not work if I want to ask for a person. If I want to ask a question about a person, wenn ich eine Frage zu einer Person stellen möchte, funktioniert das nicht. Also wenn ihr über eine Person fragt, dann könnt ihr nur Option 1 benutzen. Okay. Ich habe für euch Zeit für ein kleines Mini-Quiz. Okay, wir probieren es aus. Ihr könnt wählen zwischen wo oder wo. Ist es woan kannst du dich nicht gewöhnen oder ist es woran kannst du dich nicht gewöhnen? Gut, die Antworten sind so schnell. Okay, sehr gut. Korrekt, ihr habt alle hundertprozentig korrekt geantwortet. Ich bin super stolz auf euch. Sehr gut. Woran kannst du dich nicht gewöhnen ist korrekt. Nächste Frage. Mit möchtest du beginnen? Ist es womit oder womit? Perfekt. Super, womit ist korrekt. Weiter geht's. Wo oder wonach sollten Sie mich etwas fragen? Wonach ist korrekt. Ihr habt noch keine Fehler gemacht. Ihr seid schon Experten, ihr kennt das alle schon. Sehr gut. Und noch einmal, überwunderst du dich? Wo oder worüber?
Worüber ist völlig korrekt. Perfekt. Sehr, sehr gut. Könnt ihr mir sagen, was ist nun die Regel? Wie habt ihr entschieden, ob es worüber und wonach ist, womit und woran? Was ist die Regel? What is the rule? Why did you decide to use woran und womit? Sehr gut. Elena tippte sehr schnell. Perfekt. R ist mit Vokalen, sagt sie. Wo mit Vokal? Perfekt. Ganz genau so ist es. Alle Präpositionen, die mit einem Vokal beginnen, haben das Wort wo. Und die Präpositionen, die mit einer Konsonante beginnen, haben das Wort wo. Ihr könnt es ein bisschen hören. You can hear it. When I try to pronounce the wrong version, it's not really working for me. Okay. So that is correct. That is vocals for wo and consonants for wo. Hervorragend. Sehr gut. Perfekt. Unsere echte Frage heute ist aber eigentlich, wie benutzen die Deutschen die Verben mit Präpositionen? How do Germans actually use the verbs with prepositions? We can use them in questions, right? We can use them to give information about ourselves, but those are very simple, simple sentences. And Germans do not do simple sentences, right? You know, wir machen keine einfachen Sätze. Wir lieben komplizierte, große, lange Sätze. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir können eine Antwort verkürzen. Wir haben diese jungen Herren hier in ihrer Mittagspause. Yes, they are on break. Und vielleicht fragt dieser Mann hier, freut ihr euch schon auf das Wochenende? Freut ihr euch schon auf das Wochenende? Are you looking forward to the weekend? Hier ist alles normal. Sein Kollege antwortet, ja, ich freue mich schon total darauf. So you answer, yes, I am very much looking forward to it. Und ihr seht, hier haben wir eine Kombination zwischen diesen Buchstaben und der Präposition. We combine the preposition with these letters here. So we do not have to repeat the answer. So I do not have to say in the entire sentence, ja, ich freue mich schon total auf das Wochenende. So we can make the sentence a little bit shorter. I give you another example. Man kann sich auf Vorhergesagtes beziehen. I can refer to what I have said before. So we have this woman here. She's on her way to work. Und sie sagt, die Bahn ist schon wieder zu spät. Darüber wird sich mein Chef sicher ärgern. The train is late again. My boss is going to be very angry about this. So we have a combination here with da, rüber. Und ärgern steht mit der Präposition über. She is referring to what she has said before. Her boss is going to be angry about the fact that the train is late. So we can go backwards in our sentence. So we do not have to repeat again, mein Chef wird sich ärgern, dass die Bahn zu spät ist. It becomes very, very long. Another example. We can combine a main sentence with an infinitive sentence. So for example, yes, this is my mom. It's not really my mom, but she would usually call me and say things like this. Denkst du daran, deine Schwestern von der Schule abzuholen? Do you remember to pick up your sisters from school? Denkst du daran, deine Schwestern von der Schule abzuholen? So I have to think about the fact that comes after. So we combine with the preposition, my main sentence with my infinitive sentence. I'm going to do another example for this because this is a little bit more difficult. Er sagt, können Sie mich morgen bitte daran erinnern, Herrn Müller anzurufen? Er hat nämlich Geburtstag. He is asking her, can you please remind me tomorrow to call Mr. Müller? It's his birthday tomorrow. So the thing that she is supposed to remind him of is Herrn Müller anzurufen. Wir kombinieren unseren Hauptsatz mit unserem Nebensatz. Okay, sehr gut. Now, this was all theory. And the real thing, what you're here for, is
because you're probably having difficulties to remember all of these verbs with prepositions, because you have to learn them all by heart, right? It's very, very difficult. Ja, es ist schwierig, die Verben mit Präpositionen alle auswendig zu lernen. Deshalb gebe ich heute euch ein paar von meinen Tipps, wie ihr diese am besten auswendig lernen könnt. Und mein erster Tipp ist, konzentriert euch nicht zu viel auf diese Arten von Übungen. Do not focus too much on these kinds of exercises. Ich sage nicht, dass diese Übungen schlecht sind. These are not bad. Okay. But these are not our final goal. If you want to learn a language, you want to learn how to speak and to write. You do not want to learn how to do exercises. The exercises are supposed to be an in-between from understanding a topic, practicing a topic, and then actually using the language. So always see the exercises as a help. Ja, die Übungen sollen euch helfen. Sie sind nicht euer Ziel. Das heißt, ihr könnt diese Übungen machen, um die Verben zu verstehen. You can do these to understand the verbs and to practice a little bit. But what you really need to do is you need to find personal, real examples. Okay. Echte, persönliche Beispiele finden. Ich meine damit, realistisch ist nicht automatisch real. Realistical does not mean that the sentence will be real. I'm going to give you an example. Realistisch. Ich interessiere mich für Geografie. Das ist ein total realistischer Satz. Yeah? I am interested in geography. Aber das stimmt nicht. Ich, Lisa, ich mag Geografie überhaupt nicht. Das war mein schlechtestes Fach in der Schule. I really did not like geography in school. So it's realistic, but it's not real for me. For me, personally, it would be real. Ich interessiere mich für Kunst. I'm really interested in art. I like art. But maybe you are not interested in art. Du interessierst dich nicht für Kunst. Das heißt, du musst einen anderen persönlichen Satz für dich finden. You need to find a sentence that is really relevant and real for you, that you will actually use in a normal conversation. Another example. Realistisch, ich denke an meine Hausaufgaben. Das ist ein realistischer Satz. Aber das stimmt nicht. Es ist Samstag heute, es ist Wochenende. Ich bin Lehrerin, ich gebe nur Hausaufgaben. Ich habe keine Hausaufgaben. I'm a teacher, I'm not giving any homework. So this is not real for me. It's realistic, but not real. But real might be, right now, you're sitting in front of a computer. Ich denke an eine Tasse Kaffee. Okay, das ist ein reales Beispiel für mich. Ich denke, nach dieser Präsentation, after the presentation, I'm really going to have a nicer cup of coffee. So this is a real example for me. Okay, let's try this out. Can you give me your real examples in chat? Wofür interessiert ihr euch? Wofür interessiert ihr euch? Remember to use the preposition. Könnt ihr mir im Chat antworten? Wofür interessiert ihr euch? Fremdsprachen, ich interessiere mich für Computer, für Kunst, sehr gut. Für Sprachen, Sprachen, sehr gut, that's why you're all here for. Für Zirkus, okay. Literatur, für Deutsch, sehr gut. So you see, we have a lot of different answers here in this chat, so you can really personalize them. Again, another question. Woran denkt ihr gerade? Woran denkt ihr gerade? What are you thinking about right now? Woran denkt ihr gerade? It's a little bit easier. Ich denke an Mate trinken, okay, an Kuchen, okay, an das Wetter, sehr gut. Ich denke an dich, an mich, ja, du hörst mir zu, perfekt. Ich denke an meinen Schatz, das ist sehr romantisch, sehr gut. Ich denke an die Präpositionen, realistisch. Veronika denkt an die Hausaufgaben, ja leider. Einige von euch haben sicher Hausaufgaben zu tun. Ob mein Apfel echt ist? Nein, mein Apfel ist so groß wie mein Kopf, der ist nicht echt. Okay, okay. Gut. Worüber ärgert ihr euch oft? What are you a lot of times not angry about, but maybe upset about? Ich ärgere mich oft über
die zu späten Busse. Über Lärm, ja, über Lärm denke ich auch. Über Lärm ärgere ich mich. Meister ärgert sich über die Grammatik. Über das Wetter sehr gut. Über die Bürokratie, okay. I understand. German bureaucracy is terrible. Über den Stau, okay. Sehr gut. One last example, ein letztes Beispiel. Wovor habt ihr Angst? What are you afraid of? Ich habe Angst vor Schlangen. Schlangen ist ein langes, langes Tier. Ich habe Angst vor Schlangen. Wovor habt ihr Angst? Vor Spinnen, ja. Vor Mäusen, Irene, okay. Zweimal vor Mäusen, dreimal. Warum habt ihr Angst vor Mäusen? Die sind süß. Ja, Reptilien, verstehe ich. Angst vor Krankheit, ja, das ist eine große Angst dieses Jahr, glaube ich. Diese Angst ist ein bisschen größer geworden. Perfekt. Sehr gut. Ihr wart sehr tapfer. Ihr habt sehr gut mitgearbeitet. You really helped me and you worked with me. Very, very good. I'm going to give you my tip number two. You need to actually speak your examples out loud. Okay. What I mean with this is, you're sitting in front of a computer right now. Ihr sitzt an eurem Computer. Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören, and I cannot hear you, so it's not a problem. You can speak the examples out loud. Ja, ihr könnt die Beispiele laut wiederholen. Wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr sprechen könnt, könnt ihr mit euren Pflanzen sprechen. Okay, ich spreche mit meinen Pflanzen. Wenn ihr Haustiere habt, könnt ihr mit euren Haustieren sprechen. Speak to your pets if you want. If you really do not have anyone and you feel like you don't want to talk to your pets or your plants, you can also talk to yourself. But you really need to repeat it and say it out loud. Okay, last trick. Gut zuhören und auf die Präpositionen achten. Nun, das klingt ein bisschen banal. It sounds a little bit simple as a trick, but it's really, really important. Germans will use the prepositions all the time, all day, in the way that I have shown you before. So you really, really, really need to listen and to pay attention how and when they are using them in order to learn them. Okay. If somebody is asking you a question with a preposition, they will already use the preposition in the question. So you do not really have to even know it, because if you listened, the native person will already have given you the answer which preposition to use. So that is my final trick. And I think with this, we are actually at the end of our time. This was 30 minutes. So ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. I thank you for your attention. Hier hast auch ein Verb mit Präposition. And if you would like to know more, you can join us in our follow-up meeting for an extra tip and a discount code for our courses. Okay, ich bedanke mich bei euch. Wenn ihr mehr wissen möchtet, kommt gerne zu unserem Abschlussmeeting, zu unserem Follow-up-Meeting. Ich würde gerne weiter mit euch sprechen. So, I have another slight small tip there for you. And Federica can give you a discount code and we can chat a little bit more if you like. Okay, thank you very, very much. Vielen, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen an alle.